Unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Innakum lataghfuluna an afdalil ibadati at-tawadu'. Es bedeutet, viele von euch sind unachtsam hinsichtlich einer der besten religiösen Taten, die Bescheidenheit. Überliefert von Ibn Hajar. Und unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch: Man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Das bedeutet, wer aufrichtig für Allah bescheiden ist, dessen Rang erhöht Allah. Also Allah gibt ihm einen höheren Rang. Man sollte für Allah bescheiden sein. Sowohl gegenüber Älteren als auch Jüngeren, Reichen und Armen. Aber ein wichtiger Hinweis. Aber Bescheidenheit gegenüber jemandem, nur wegen seines Reichtums, ist keine gute Sache. Dass man einem Reichen bescheiden ist, weil er reich ist. Wegen seinem Reichtum, das ist keine gute Sache. Seid bescheiden, nicht wegen seinem Reichtum, sondern weil der Islam uns nahelegt, bescheiden zu sein, zu alt und jung, reich und arm. Hochmut gegenüber einem Muslim oder einem Nichtmuslim ist etwas Schlechtes. Denn als die Propheten die Nichtgläubigen zum Islam aufriefen, waren sie nicht hochmütig. Wenn sie es gewesen wären, wenn die Propheten hochmütig gewesen wären, hätten sie die Nichtgläubigen damit abgestoßen. Das Verhalten unseres geehrten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der anderen Propheten zeigt das. Das ist eine kurze Geschichte, schau mal, aber hat viel Lehren für uns. Ein Nichtmuslim in Al-Madina schloss mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Kaufvertrag ab. Das ist ein Beweis dafür, dass man auch mit Nichtmuslimen bestimmte Verträge eingehen darf. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaufte etwas von diesem Nichtmuslim und es wurde vereinbart, dass der Prophet ihm das Geld zu einer bestimmten Zeit bezahlen würde, also Schulden. Der Mann kam vor der vereinbarten Zeit und sagte zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O ihr Nachkommen von Abdul Muttalib, ihr seid Leute, die die Rückzahlung der Schulden verschieben und verspäten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reagierte besonnen und nicht aggressiv. Der Prophet reagierte nicht aggressiv auf ihn und zeigte ihm gegenüber keine Wut. Der Prophet wurde nicht wütend. Wie kannst du mit dem besten Menschen so sprechen? Der Prophet blieb besonnen und ruhig. Stattdessen befahl er, dass man ihm auf eine gütige Weise seine Schulden zurückzahlt. Obwohl die Frist noch nicht gekommen war. Aber der Prophet sagte, gebt ihm seine Schulden auf eine gütige Weise. Nicht nur hier, da, nun gibt ihm seine Schulden auf eine gütige Weise. Der Prophet von Allah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, schrie den nichtmuslimischen Mann nicht an. Der Prophet schrie ihn nicht an. Und dieser Mann, der den Propheten auf diese schlechte Weise behandelte, als er schlecht über den Propheten und seine Angehörigen gesprochen hat, was ist dann passiert? Der Mann nahm dann den Islam an. Der Mann wurde Muslim, hat den Islam angenommen. Durch das gute Verhalten, durch die gute Reaktion des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn er wollte mit diesem schlechten Verhalten den Propheten testen und schauen, ob er wirklich die Zeichen aufweist, die in den alten Büchern stehen, die in den alten Büchern über den letzten Propheten erwähnt werden. Als er sie sah, nahm er den Islam an. Also der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam schrie den Nichtmuslim nicht an, als er den Propheten auf diese schlechte Weise behandelte, als er schlecht über ihn und seine Angehörigen geredet hat. Der Mann nahm dann den Islam an. Denn er sah, dass er mit seinem schlechten Verhalten den Propheten getestet hat. Und er hat gesehen, dass der Prophet wirklich die Zeichen aufweist, die in den alten Büchern über den letzten Propheten erwähnt werden.
Als er sie sah, nahm er den Islam an. Denn darin kommt vor, dass je mehr Schaden man dem letzten Propheten zufügt, desto mehr zeigt er Geduld und Sanftmut. Also die Botschaft dieser Geschichte ist, dass Bescheidenheit eine der besten religiösen Taten ist und dass Allah den Rang jener erhöht, die aufrichtig bescheiden sind. Achtet darauf, Hochmut gegenüber Muslimen und Hochmut gegenüber Nichtmuslimen ist unangemessen. Die Propheten waren nicht hochmütig, als sie die Nichtgläubigen zum Islam aufgerufen haben. Das Verhalten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Beispiel dafür. Denkt daran, wie er auf den Mann reagiert hat, der ihn beleidigt hat und schlecht über ihn und seine Angehörigen gesprochen hat. Statt aggressiv zu reagieren, behandelte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn gütig und das führte dazu, dass der Mann den Islam angenommen hat. Denkt darüber nach. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.